Ja, nein. Ja, ja, nein. Ja, ich bin bereits im Büro. Warte, ich mach das Fenster auf. Sag, ist bei dir auch so schön? Ha? Bei mir auch. Du, nein, das Incentive steht. ASAP, natürlich. Ja, 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 mach ich. Mach ich. Das ist meine Schuld, das gebe ich zu. Dann nimmst du meine Aufstellung, ja? Das ist nämlich ein sehr schönes Beispiel dafür, was wir heute in Umweltkunde gelernt haben. Moment, das ist so ein Auto, das unsere Umwelt ruiniert. Ich habe gerade einen Kunden. Und Unfälle mit genau diesen Autos sind in der Regel für Fußgänger dreimal so oft tödlich wie mit normalen Autos. Das ist jetzt sehr wichtig für euch, am schlimmsten für Kinder, wegen der Höhe der Stoßstange. Ja? Wenn ich die erwische, dann seid ihr sofort tot. Seine Unverfrorenheit. Was bringen Sie da den Kindern bei? Das ist auch ein sehr schönes Beispiel für den Besitzer von so einem Auto. Ja? Das ist offensichtlich ein Soziopath. Ja? Wie bitte? Ein Umweltmörder, ein potenzieller Kindermörder, dem das vollkommen egal ist. Sagen Sie, spinnen Sie? Ja. Aber warum macht der Mann das? Ja, das weiß man nicht. Das weiß man leider nicht. Vielleicht ist es wie in primitiven Stammesgesellschaften. Ja, das ist ein sauprimitives Männlichkeitssymbol. Ein primitives Männlichkeit. Ich werde Ihnen mal ein sehr primitives Männlichkeitssymbol zeigen. Das hier ist ein primitives Männlichkeitssymbol. Umdrehen, Kinder, umdrehen, sofort umdrehen. Bitte. Polizei, Polizei, bitte, Polizei. Gut, dass Sie kommen, meine Herren. Gut, dass Sie kommen. Drecksau! Du Drecksau! Oh! Was haben wir denn? Dieses Schwein hat sein Gemächt vor den Kindern entblößt, bitte! Lara, was ist ein Gemächt? Phoebe, das ist ein anderes Wort für das männliche Geschlechtsorgan, Phoebe, ja? Kann er nicht sehen. Was? Der Mann hat ja gar keinen Spazi. Was heißt, der hat keinen Spazi? Natürlich hat er einen. So, können wir diese für alle unzumutbare Scharade bitte beenden? Muss ja einen Spazi haben. Na, da ist wirklich nichts. Da ist jetzt die Frage, ob der Tatbestand einer Entblößung überhaupt gegeben ist, wenn nichts zum Entblößen da ist. Drecksau ist er trotzdem. So, Kinder, bitte alle umdrehen. Das müssen wir uns jetzt ganz genau anschauen, ja, für den Sexualunterricht in 2 Wochen. Jetzt wissen wir, es gibt nicht nur Mädchen und Buben, sondern es gibt auch sowas, ja? Solche Typen, die sich dann halt solche Autos kaufen müssen, weil sie kein Spazi haben. Dürfen wir es fotografieren? Das sollt ihr sogar fotografieren, das müsst ihr fotografieren. Und ich stelle das dann auf Instagram und dann können wir das dann mit euren Eltern gemeinsam diskutieren, gell? So, gut, dann gehen wir jetzt weiter. Kommt's! Das ist schon schrecklich. Du, ein Schulungsvideo, das ist nicht schlecht. Was? Aha! Bitte tun Sie das nicht. Zeig vielleicht noch hin. Gestatten. Erschütternd. Sachen gibt's. Das ist eine Laune der Natur. Schönen Tiger haben Sie da. Was? Da, auf der Mappe. Der Tiger. Schön. Ah, der. Der ist mir wurscht, den brauche ich nur beruflich. Beruflich? Spendenabo. Für? Ausgestorbene Tigersorten. Das ist ja sehr, sehr sinnvoll. Könnten Sie mich bitte in Ruhe lassen? Verzeihung. Der Tiger. Panthera tigris, ein herrliches Geschöpf. Der lautlose Killer des Dschungels. Dürfen wir den Schirkan ausborgen? Danke. Aha. Eine Spende von nur 800 Euro. Rettet 0,5 Tiger für 2 Jahre. 2 Jahre Kündigungsfrist, 20 Jahre Bindung. Monatlich steigende Raten, 250%. Das schaut sehr gut aus. Wissen Sie was? Ich mach da mit. Ich mach da wirklich mit. Was haben wir da? Name?
Adresse. E-Mail-Adresse. Telefonnummer. Ja. Gratuliere. Ich bin dabei. Was? Darf ich Ihnen nun meinerseits ein Angebot offerieren? Ich vertrete sehr erfolgreich diverse Risikoprodukte am internationalen Finanzmarkt. Lassen Sie mich bitte endlich in Ruhe. Ihr Engagement für die Umwelt, tadellos. Also, ich habe sehr, sehr zahlungskräftige Klientel. Das ist genau die Zielgruppe für Erna-Geschäft. Angebot. Sie steigen bei mir in mein Portfolio mit ein, mit einer kleinen Unterschrift. Sind Sie dabei? Das ist ja gewissermaßen ein sehr poetisches Geschäft, nicht? Ich wechsle in den Tiger-Urwald und Sie birschen derweil im Bankendschungel. Mal dumm. Ja, vielleicht unterschreiben wir gleichzeitig zur Feier des Tages. Wenn Sie vielleicht da oben bitte unterschreiben. Aha, Sie sind der Georg Gecko. Ja. Sehr angenehm. Eduard Mogli. Darf ich noch mal kurz?